weil ich zu Hause viel gehungert habe, gab schließlich ich der heiligen Kunst mir hin. Stolz nenn ich mich, das Mädchen aus dem Grabe, genannt Fakire, Hungerkünstlerin. In einem Käfig ohne Türen und Ritzen, aus dickem Glas wie im Aquarium, sieht man mich 23 Tage sitzen und gar nichts essen. Wertes Publikum, ich wirke manchmal wie eine Offenbarung, das rührt von meinem blassen Antlitz her. Paar Flaschen Wasser dienen mir zur Nahrung, ich treibe keinerlei Geschlechtsverkehr. Vor hohe und vor allerhöchste Kreise hab ich gehungert, was mich tief beglückt. Ich hab von Kaiser Wilhelm Gunst Beweise, er hat in Leipzig mir die Hand gedrückt. Au! Dass der begeistert war, kann ich begreifen. Er hatte ja noch keinen Hunger, sehn ich aber, mach mir nichts aus, Kranzen schleifen. Ich möchte mal mit jemand essen gehen. Denn von dem vielen Hungern kriegt man Hunger. Meine Gage ist ein Hungerlohn. Ich träum vor Restaurants herum zu lungern, mit süßem Bratenduft und Grammophon. Mitleid von Menschen, die mich betrachten, muss ich verzerrt durch meine Scheibe sehen. Sie, sagen Sie mal, kann ich Ihr Mitleid pachten? Oder wollen Sie mal statt mir in den Käfig gehen? Hier ist es schön und hier ist alles Scheibe, man nährt sich so von überschüssiger Kraft. Und wenn ich dann mal eines Tages auf der Strecke bleibe, holt mich per Auto ab die Wissenschaft. Dann stehe ich in anatomischen Werken, ein Unikum, wo man nur einmal hat. Fakira ließ vor anderen sich nichts merken, doch eines Tages war sie das Hungern satt. Sie war noch jung und ist nicht alt geworden. Abbildung 3 zeigt deutlich ihr Skelett. Abbildung 4 die allerhöchsten Orden. Sie starb an einem Kalbskotelett.